Herzlich willkommen. Wir präsentieren euch sechs Spiele von Tag 6. Was ein Zufall. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich habe es kommentiert und geschnitten. Lasst uns loslegen. Das erste Spiel von Tag 6 steht an: TSG Wittershausen gegen TSV Mehringen. Oder aber der erste FC Köln empfängt den FC Bayern München in seinem wunderbaren und wunderschönen Heimstadion. Ja, wie haben sich die beiden Kontrahenten bisher geschlagen? TSG Wittershausen ist mit einem Sieg ins Turnier gestartet, sein Gegenüber vom TSV Mehringen mit einer Niederlage. Man kann also sagen, die Vorzeichen sind klar gegeben und wir sehen auch, dass der erste FC Köln hier natürlich nichts anbrennen lassen will und mit einem 1:0, mit einem wunderbaren Trick durch Marc Uth in Führung geht. Ich darf euch beide Spieler noch vorstellen. Marvin Kühne spielt für Wittershausen und Kai Hepper für den TSV Mehringen. Beides wunderbare Kollegen, mit denen wir grundsätzlich mit allen in Kontakt stehen, und der erste FC Köln erhöht hier auf 2:0. Warum ich sage in Kontakt stehen? Natürlich von der Turnierleitung aus muss vieles geregelt werden und beide Spiele, eigentlich jeder Spieler bis jetzt auf unserem Discord-Channel verhält sich wunderbar und kooperativ, so wünschen wir uns das und deswegen ist es, glaube ich, Grund genug, das hier in einem Highlight-Video nochmal so zu erwähnen. Währenddessen erhöht der 1. FC Köln mal ebenso auf 3:0, 77. Spielminute, eine ganz klare Sache, man könnte sagen, es ist schon die Vorentscheidung. Wir springen noch ein bisschen in die 80. Spielminute, wieder Köln, wieder im 16er und wieder ein Tor, 4:0, es ist eine eindeutige Sache, Doppelpack, keins. Und damit auch der Endstand, Köln besiegt den FC Bayern mit 4:0. Wir kommen zu Spiel 2 von Tag 6, Empfingen gegen Kresbach-Waldachtal. Kresbach-Waldachtal gilt eigentlich vielleicht als kleiner Favorit, ist mit dem Sieg gestartet ins Turnier, Empfingen leider mit einer Niederlage. Empfingen hier mit dem VfB geht hier durch einen sehr schönen Heber in Führung, wunderbar gemacht. Kresbach-Waldachtal spielt hier mit dem FC Bayern, geführt vom Timo Ziefle, Empfingen vertreten von Leon Briegel, und der will gleich einen draufsetzen, 53. Spielminute. Wir sind in der zweiten Hälfte und schon das 2:0. Da kann man sich auch mal auf der Bande freuen. Wunderbar. Also Empfingen auf einem guten Weg, den ersten Dreier einzufahren, sollte auch gemacht werden, um die Chancen auf aufs Weiterkommen zu sichern. Und sie wollen noch einen drauflegen. Sie wollen das Torverhältnis verbessern und spielen hier wunderbar den Torwart aus. Leon macht hier einen sehr, sehr guten Job, lässt seinen Gegner gar keine Chance. 3:0, zweite Hälfte. Man könnte hier von einer kleinen Vorentscheidung vielleicht reden. Mal sehen, was der große FC Bayern München noch entgegenzusetzen hat. Sieht nicht wirklich nach irgendetwas aus. Wir spielen schon in der 76. Minute. Wieder ein wunderbarer Lupfer. Da könnte man schon am Controller verzweifeln. Und wir sehen hier, das tut sein Gegenüber auch. Denn das Spiel wurde soeben beendet. Das nächste Spiel, da begrüße ich euch recht herzlich. Empfingen empfängt Altheim Grünmettstetten. Es ist das Spiel der Pariser. PSG empfängt PSG und PSG geht in Führung gegen PSG. So, viele Informationen auf einmal. Hakim hat auf jeden Fall getroffen. So viel können wir euch vorweg sagen. Tom Kipp empfängt Randy Hinz und beide haben ihr erstes Spiel verloren. Beide sind auf Punkte angewiesen. Deswegen schauen wir mal, wer sich hier durchsetzen wird. Wir sehen hier das andere PSG im Vorwärtsgang und dieses PSG gleicht aus gegen PSG. Mal sehen, wie das andere PSG darauf reagieren wird. So. Also, weiter geht's. PSG im Vorwärtsdrang. Ich sag jetzt ziemlich viel PSG, aber das haben die Spieler auch sich selber zu verzeichnen. Wer auch immer dieses PSG nimmt, dann wird auch viel PSG gesagt. PSG geht hier wieder in Führung, 2:1, stellt den alten Abstand wieder her. Schauen wir mal, was sich der Gegner aus Paris, nämlich PSG, einfallen lässt. Genau, also Gruppe C, wie gesagt, beide haben ihr erstes Spiel verloren, sind also auf Punkte angewiesen, müssen hier auf jeden Fall was leisten, um noch die Chance zu bewahren, weiterzukommen. Danach folgt nämlich nur noch ein Spiel für diese Gruppe und PSG 1 erhöht auf 3:1. Die anderen PSG-Stars sollten jetzt also was machen. Und hier sehen wir eine wunderbare Eckenkombination zum 3:2-Anschlusstreffer. Es ist noch ein bisschen Zeit, tatsächlich. Es ist gerade mal die 72. Spielminute. Allerdings war es das. PSG gewinnt 3:2 gegen PSG. Herzlichen Glückwunsch nach Empfingen an dieser Stelle. Für diejenigen, die es nicht wussten, Empfingen gewinnt hier.
Das nächste Spiel steht an. TSV Möttlingen gegen TSV Kiebingen-Bühl. Es ist ein Spiel auf Augenhöhe. Zwar steht hier VfB Stuttgart gegen Sporting Lissabon. Da könnte man meinen, da gibt es einen Favoriten. Allerdings, beide Mannschaften sind ins Turnier mit einem Sieg gestartet. Für beide ist also alles offen. Der Sieger wäre ziemlich sicher in der nächsten Runde. Hätte die Gruppenphase überstanden, aber alles ist möglich. Und wir sehen hier gleich mal das 1:0 durch den VfB. Natürlich, die Schwaben gehen in Führung gegen Sporting. Der Kollege aus Kiebingen, ich stelle ihn euch mal vor, Niklas Bold macht hier das 1:0 sein Gegenüber mit Sporting Lissabon, die hier tatsächlich den Elfmeter verursachen, lautet Sven Marquez. Ja, wie gesagt, beide super ins Turnier gestartet, wir schauen uns diesen Elfmeter an, geht da rein, er sucht sich die rechte Ecke aus und trifft, Torwart bleibt regungslos stehen, hat er vielleicht auf die Mitte spekuliert, man weiß es nicht. Das müsste man in einem Exklusivinterview vielleicht mal nochmal erfahren. Dann eine wunderbare Eckenkombination, sicher einstudiert. Und da ist auch schon das 3:0 kurz vor der Halbzeit. Könnte man hier schon von einer Vorentscheidung sprechen? Das weiß man nicht. Zweiter Hälfte, wunderbar, ein ganz andere Sicht auf die Taten. Sporting verkürzt auf 3:1. Und macht das Spiel wieder offen. Und wir sehen hier einen Freistoß, zentrale Position, gute 20 Meter. Und den zirkelt er mit dem Außenriss. Der gute alte Mangala in den Knick, unhaltbar. Super gemacht. Da kann man sich auch mal mit einem sonderbaren Torjubel drüber freuen. Es steht 4:1 für den VfB, die jetzt natürlich kontern können, wie sie wollen. Das Spiel ist offen für sie. Und da kann man auch in den 16er rein dribbeln, ohne Probleme. Von Lissabon kommt nicht mehr viel Gegenwehr, im Gegenteil, der VfB zaubert jetzt und macht hier sogar noch das 5:1 in der 87. Spielminute. Der Deckel ist endgültig drauf und dann noch eine ganz kuriose Szene, der Schiedsrichter pfeift beim 6:1 einfach ab. Es bleibt beim 5:1 Endstand VfB gegen Lissabon. Kommen wir zum nächsten Spiel vom zweiten Spieltag. Hier trifft der FC Horb auf den SV Fischingen. Anders gesagt, Real Madrid empfängt PSG, die Pariser. Oder Hamikan empfängt Mirko Schröder. Hamikan vom FC Horb mit einem Sieg ins Turnier gestartet. Sein Gegenüber Mirko mit einer Niederlage ist dringend auf Punkte angewiesen. Und wir sehen hier mal direkt das 1:0 für die Heimmannschaft. Ja, für Hamikan, der an der Tabellenspitze grüßt. Sein Gegenüber leider eher erfolglos unterwegs, ist also auf Punkt angewiesen und sollte hier eigentlich reagieren. Dem ist nicht so. Die Roten machen weiter, Real Madrid macht weiter und trifft zum 2:0. Ja, könnte eine eindeutige Sache werden. Wir sind immer noch in der ersten Hälfte, 39. bzw. 40. Spielminute mittlerweile. Wieder Real Madrid im Vorwärtsgang, wieder am 16er, wieder im 16er und wieder ein Tor 3:0. Das könnte schon eine Entscheidung sein, wenn wir immer noch in der ersten Halbzeit sind. Springen wir in die zweite Hälfte, dort jetzt ein anderes Bild auf einmal. Ja, PSG traut sich nach vorne, hat den Vorwärtsgang anscheinend gefunden. Wunderbare Flanke, wird leider abgewehrt aus dem Nachraum. Wer soll's machen? Natürlich Lionel Messi, 3:1. Er verkürzt den Anschlusstreffer. Es ist noch alles möglich, wir sind gerade mal bei der 50. Spielminute. Aber Real Madrid, wie wir sie kennen, so abgezockt wie sie sind, eine Turniermannschaft, erhöht wieder und stellt auf den alten Abstand. Stellt ihn wieder her auf 4:1. Wunderbar gemacht über die rechte Seite da. Wir springen nochmal in die 71. Spielminute. Wieder Real am Ball. Von Paris scheint nicht mehr allzu viel zu kommen. Stattdessen Karim Benzema erhöht in Bayern-Trikots. Tatsächlich kann man an dieser Stelle nochmal erwähnen. Auf 5:1 und das ist auch gleichzeitig der Endstand. Ja, das letzte Spiel des zweiten Spieltags ist aus der Gruppe A, beziehungsweise eigentlich das vorletzte ist das eins von zwei Nachholspielen. Und zwar trifft hier Jahn Regensburg auf Olympique Lyon. Und Jahn Regensburg macht sich hier das Leben direkt in der ersten Situation selber schwer. Olympique geht mit 1:0 in Führung. Ja, es ist BFSO gegen Ergenzing, beziehungsweise Enis Aslani gegen Oğuzhan Altuntas Zeit. Oğuzhan Altuntas für mich ein kleiner Geheimfavorit, könnte man sagen. Ein junger Spieler aus Ergenzing macht hier ordentlich Tricks. Wir sehen es hier, vernascht den Torwart und schiebt 1:2. In der Discord-Gruppe Munkeltmann wurde noch geschrieben, dass der Torwart heute noch nach dem Ball sucht. Beide sind mit Siegen in dieses Turnier gestartet, also beide haben ziemlich gute Chancen aufs Weiterkommen. Aber derjenige, der dieses Spiel natürlich gewinnt, ist eigentlich schon sehr, sehr sicher weiter. Regensburg verkürzt hier natürlich in der 55. Spielminute auf 1
zu 2. Wir springen aber schon in die Schlussphase. So viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Es wird ein Sieg für Lyon sein, denn hier fällt auch schon das 3-1, 83. Minute. Und den Schlusspunkt setzt ebenfalls Lyon über die linke Seite, einen Angriff, der schwer zu verteidigen bzw. gar nicht zu verteidigen ist, dann quergespielt eingeschoben. 4-1 gewinnt Lyon dieses Spitzenspiel aus Gruppe A und setzt sich damit auf der Tabellenspitze oder in der Tabellenspitze fest.